Die Waffentasche ist voll. Untersuchen. Zeldas Tagebuch. Lesen. Na klar. Nach meinem Treffen mit dem Recken habe ich die Erforschung der Relikte fortgesetzt, aber bislang ohne Erfolg. Ich muss alles über die Relikte herausfinden, um so die wiederkehrende Verheerung aufhalten zu können. Wenn man der Prophezeiung des Weissagers Glauben schenken kann, bleibt nicht mehr viel Zeit. Diese Gedanken beunruhigen mich, aber heute fehlt mir die Kraft, weiterzuarbeiten. PS, morgen tritt der Ritter seinen Dienst an, den mein Vater mir als Leibwächter zugeteilt hat. Nächste Seite. Wir sind unterwegs nach Goronia, um an Varudania zu arbeiten. Die ganze Zeit spüre ich seinen Blick in meinem Nacken. Er ist wirklich schwer zu durchschauen. Kann er nicht einmal deutlich sagen, was er denkt? Erling kann nicht reden. Die Vorstellung quält mich, was der vom Bandschwert auswählte Held wohl von mir halten könnte. Die Prinzessin von Hyrule, die ihre Kräfte der Versiegelung nicht gebrauchen kann. Ob er mich im Stillen verachtet? Heute habe ich die Beherrschung verloren und ihn angeschrien. Ich war frustriert, weil meine Forschung nicht die erhofften Fortschritte macht. Da kam er plötzlich angeritten, obwohl ich ihm gesagt hatte, dass er mich nicht zu begleiten braucht. Das Schlimmste war, dass er nicht einmal zu verstehen schien, warum ich so aufgebracht war. Ich weiß, dass er nichts dafür kann, aber sein Unschuldsblick hat mich nur noch wütender gemacht. Typisch, ist es immer so. Ich weiß nicht, wie ich die heutigen Ereignisse niederschreiben soll. Welche Worte drücken nur meine Gefühle aus? Er hat mich gerettet, er hat mich vor den Klingen der Jäger beschützt. Obwohl ich mich ihm gegenüber so kühl verhalte und immer meine Launen an ihm auslasse. Morgen werde ich für mein Verhalten um Entschuldigung bitten. Ich werde mit ihm reden. Mit Link. Einfach reden. Das ist ein sehr einseitiges Gespräch, glaube ich. Ich bin endlich ein wenig mit Link ins Gespräch gekommen. Nebenbei habe ich erfahren, dass er ein rechter Vielfraß ist, aber das tut nichts zur Sache. Schön. Als ich ihn letztlich gefragt habe, warum er immer schweigt, ist ihm die Antwort schwer gefallen. Er stellte sich heraus, dass es Schüchternheit war. Er glaubte, er könne den Anforderungen nicht gerecht werden. Ich dachte immer, er wäre so begabt, dass er sich um nichts Sorgen machen müsste. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es hat wohl jeder seine Sorgen, die andere ihm nicht ansehen. Ich dachte nur an mich und an niemanden sonst. Ich werde weiter mit ihm reden und vielleicht kann ich mit ihm auch die Dinge teilen, die mir Sorgen bereiten. Nächste Seite. Mein Vater hat mir die Forschung in den Relikten verboten. Ich soll mich ganz auf meine Siegelkräfte konzentrieren. Ich war so verletzt, dass ich nicht antworten konnte. Seit ich ein Kind bin, bemühe ich mich ununterbrochen. Meine Mutter verstarb im Jahr, bevor meine Unterweisung beginnen sollte. Ich verlor zugleich Mutter und Mentorin. Meine Mutter sagte mir lächelnd, sorge dich nicht, Zelda, du wirst deine Kräfte in kürzester Zeit erweckt haben. Doch es ist mir nicht gelungen, wie viel Zeit auch vergeht, wie oft ich es auch versuche. Besitze ich sie überhaupt? Morgen werde ich mit Link zur Quelle der Kraft aufbrechen, doch auch dies wird vergeben sein. Ich weiß es jetzt schon. Diese Nacht hatte ich einen Traum. Ich stand an einem düsteren Ort und eine in Licht gehüllte Frau sah mich an. Sie schien mir nicht von dieser Welt zu sein, doch ob Geist oder Göttin, sie war von herausragender Schönheit. Sie sprach, doch ihre Stimme erreichte mich nicht. Hätte ich sie verstanden, wenn meine Kräfte erwacht wären? Oder entsprang dieser Traum nur meinen Ängsten? Ich werde die Antwort erfahren, ob ich will oder nicht. Heute ist mein 17. Geburtstag. Nun ist mir auch der Besuch der Quelle der Weisheit erlaubt. Ich werde mit Link bald zur Ranelspitze aufbrechen. Die anderen Recken begleiten uns bis zum Fuß des Bergs. Ich habe Vater zu unserem Streit nicht mehr gesehen. Nach meiner Rückkehr werde ich zu ihm gehen. Seit ich diesen Traum hatte, verspüre ich etwas, auch wenn niemand einer talentlosen Prinzessin Glauben schenken wird. Ohne den anders zu verstehen, trage ich eine große Furcht in mir. Warte mal. Muss ich doch. Ui, du hast mich entdeckt. Krogsamen. So. Ich speichere jetzt erstmal. Nur weil ich es kann. Okay. Wir haben Zeldas. Oh, das ist der Innenteil dann. Holy crap. Da gibt es auch noch einen riesen Innenteil in diesem Ding. Lalala. Mein hey! Nichts passiert. Oh
Aha. Okay, das könnte wirklich dann irgendwo hier oben jetzt sein. Ich vermute da hinten irgendwo. Ich will erstmal dahin. Das sieht spannend aus. Zeldas Labor. Prinzessinnen-Enzian. Zeldas Forschungsnotizen lesen. Erste Seite. Audienz bei Impa, Anführer des Shika-Stamms. Heute beginnt meine Erforschung der Relikte. Impa hat mir Pura und Robelo vorgestellt. Beides Shika. Morgen Ausgabe mit den beiden. Wir müssen einen Relikt finden, mit dem wir den Leitstein kontrollieren können. Bei den Ausgrabungen der Ruinen wurde ein Stein gefunden, der möglicherweise zur Kontrolle des Leitsteins dient. Es handelt sich um eine mit zwei Händen zu haltende Tafel, die mit Schriftzeichen der antiken Shika bedeckt ist. Er besteht aus einem unbekannten Material, womöglich das gleiche, aus dem die Schreine im ganzen Land sind. Impa hat zugestimmt, dass ich den Stein untersuche. Ich hoffe, er ist der Schlüssel zu meinen Forschungen. Wir nennen das Relikt in Form einer Steintafel jetzt Shika-Stein. Die ausgegrabenen Dokumente geben keinen Aufschluss über seinen Namen. Deshalb hat Puras Vorschlag sich durchgesetzt. Ihre Begründung? Es ist aus Stein. Shika haben ihn erschaffen. Okay. Das ist, sehr naheliegend. Shika-Stein. Ein etwas einfallsloser Name. Guter Punkt. Ich habe eine Funktion des Shika-Steins reaktiviert. Das sogenannte Fotomodul kann Bilder erstellen. Diese Bilder geben ganz ohne die Hand eines Zeichners das Motiv lebensecht wieder. Es ist erstaunlich, wie fortgeschritten die Technologie der antiken Shika war. Wir vermuten, dass der Shika-Stein den Leitstein kontrollieren kann. Ich muss nur herausfinden, wie. Ich habe in Recken eine Übung zur Steuerung der Titanen durchgeführt. Zu meiner Überraschung kam Mifa perfekt klar, während Daruk am Anfang etwas zu kämpfen hatte. Obose und Rivale harmonieren beide gut mit ihren Titanen. Haben wir tatsächlich eine Chance gegen die Verheerung? Robelo kommt gut damit voran, die ausgegrabenen Wächter wieder lauffähig zu machen. Wir haben aber noch lange nicht alle Wächter gefunden. Laut der Aufzeichnung gibt es noch viele andere Typen. Sie sollen in fünf riesige Säulen lagern. Was? Sie sollen in fünf riesigen Säulen lagern, die sich unter Schloss Hyrule befinden. Aber egal, wie tief wir vordringen, wir können diese Säulen nicht finden. Wie tief unter der Erde können sie sein? Vielleicht kommen sie erst zum Vorschein, wenn sie die Präsenz der Verheerung Ganon spüren. Überall in Hyrule wurden antike Bauten entdeckt, doch wir haben nach wie vor keine Ahnung, wie man sie betritt. Laut der Aufzeichnungen dienen sie dem Helden, der die Verheerung bezwingt. Aber wie werden sie aktiviert? Pura denkt, der Shika-Stein könnte der Schlüssel sein. Ich stimme ihr zu. Leider zeigt er keine Reaktion in der Nähe dieser Bauten. Doch ich werde nicht aufgeben. Wenn es noch eine Möglichkeit zum Kampf gegen die Verheerung gibt, müssen wir sie ergreifen. Gespräch mit Pura über den Schrein des Lebens, den wir entdeckt haben. Er scheint tatsächlich über erstaunliche Heilungsfähigkeiten zu verfügen und muss als Krankenstation gedient haben. Ferner kann er den Patienten während der Behandlung über lange Zeiten an einem künstlichen Schlaf halten. Ob es vor 10.000 Jahren im Kampf gegen die Verheerung so viele Verletzte gab, dass solche Einrichtungen nötig waren? Leider konnten wir ihn noch nicht so justieren, dass wir ihn mit allen Funktionen in Betrieb nehmen könnten. Es bleibt zu hoffen, dass wir den Schrein des Lebens nie brauchen werden, auch wenn die Verheerung zurückkehrt. Wir haben ihn offensichtlich gebraucht. So, wenigstens ein paar Sachen noch übrig geblieben im Labor. So, warte mal, wir sind hier im Labor. Nicht da hochklettern bestimmt, ne? Ja. Ha. Okay, das muss ja hier jetzt irgendwo sein. Irgendwo hier muss die Erinnerung jetzt sein. Ich bin mir fast sicher. Da ist mein Teleport-Dingens, was ich angebracht habe. Das Tolle ist, ich sage, ich bin mir fast sicher. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich bin hier immer noch zu hoch. Aber hier ist das Einzige, wo die Banner sind.
Ich stelle mich wahrscheinlich saudämlich an. Ich könnte übrigens mal ganz kurz, was mir gerade auffällt. So. Revalis Sturm ist bereit. Das geht so schnell, das ist so krass. So ist das hier vielleicht? Nee, ne? Hier ist auch nicht. Ha. Ha. Hier dann. Ein Krog sammeln. Yay. Ui, du hast mich entdeckt. Krog sammeln. Tschüssi. Das kann doch nicht so schwer sein, diese bescheuerte Stelle zu finden. Das gibt's doch nicht. Also es gibt doch nicht so viele Möglichkeiten in Schloss Hyrule, wo die Erinnerung sein kann. Also ich stelle mich vermutlich saudämlich. Revalis Sturm ist bereit. Das freut mich. So. Ja! Wo ist diese Erinnerung? So, da ist der Wasserfall. Das müsste ja ein breiter Wasserfall sein. Das könnte tatsächlich der sein. So, da hinten haben wir wieder eine Ruine. Zum Glück treffen die alle nicht. Ja, ist echt unfassbar. Du und Ordnern von Bildern suchen, das wird in deinem Leben auch nichts mehr, wa? Ich finde das gar nicht so einfach tatsächlich. Und hallo Cooper, schönen guten Abend wünsche ich. Bei der Wasserfall, der war weiter hinten im Gebiet. Aber das muss doch relativ easy sein. Das muss doch relativ easy sein. Das muss doch irgendwo hier dann sein. Das gibt's ja nicht. Das
muss doch irgendwo hier sein, weil hier waren die Wasserfälle. Das muss jetzt irgendwo in diesen Wasserfällen sein. Bist doch schon fast da und wieder vorbei. Okay, dann war das hier jetzt irgendwo. Ach ja, das Masterschwert ist kaputt. Haha! Okay. So nah, so fern. Es muss jetzt irgendwo hier sein, weil hinten waren die Wasserfälle. Das muss irgendwo hier sein. Eispfeile. Okay. Ja! Lass das. Die Kraft des Masterschwerts ist zurückgekehrt. So. Könnte das hier dieser Pavillon sein? Also die Ruinen davon? Das würde bedeuten, dass das jetzt hier... Das ist echt, du ignorierst aber auch sehr gekonnt die richtige Stelle. Ich check's nicht. Ist, warte mal, ist das da oben? Nee. Das kann's nicht sein, weil da ist Zeldas Labor. Und da oben waren wir schon. Ich glaube, das geht schief. Du warst da schon. Geh noch mal dahin. Was? Das war bei Zeldas Labor? Aber ich... Das ist doch bei... Aber ich war doch da. Da war nichts damit, dass da eine Erinnerung war. Ich war doch da hinten schon. Oh, fuck my life. Hä? Das war vorher nicht da. Nein, das war nicht da. Ich bin da vorbeigelaufen. Das war vorher nicht da. Nein. Da bin ich vorbeigelaufen. Ja, ja, klar. Ich bin da vorbeigelaufen. Ich habe das Tagebuch sogar von Zelda schon gelesen. Das war nicht da. Muss ein Bug sein, definitiv. Das ist ein Glitch. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Hab dir extra einen Tipp gegeben vorher. Habe ich nicht geschnallt. Sorry. Tja, da sind sie, die Killermaschine. Wir sind soweit. Endlich ist es uns gelungen, die Wächter zu aktivieren. Meine super Idee. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen die Wächter und die Titanen nur weiter studieren. Dann könnten wir uns vielleicht zur Wehr setzen, wenn die Verheerung Ganon tatsächlich zurückkehrt. Was tut ihr hier? Wir haben uns das Experiment mit den Wächtern angesehen.
Wenn wir diese antike Technologie beherrschen, sind wir der Verheerung gar noch nicht hilflos ausgeliefert. In der Tat. Die Erforschung dieser Relikte ist von höchster Wichtigkeit für unser Königreich. Aber als Prinzessin von Hyrule hast du weit bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. So geht das nicht weiter. Wie lange wirst du noch vor deiner Verantwortung davonlaufen? Das tue ich doch gar nicht. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich in der Quelle des Mutes gereinigt, dort gebetet und... Vergeude deine Zeit nicht mit diesen Relikten. Von jetzt an gibt es für dich nur deine Übungen und sonst gar nichts. Oder glaubst du, die Macht, die Verheerung zu versiegeln, fliegt dir einfach so im Schlaf zu? Natürlich nicht. Aber ich gebe ja schon mein Bestes. Das alles bringt nur nichts. Bei der Erforschung der Relikte könnte ich wenigstens... Spar dir deine Ausflüchte. Von heute an ist Schluss damit. Ich verbiete jede weitere Beschäftigung mit diesen Relikten. Widme dich deiner Ausbildung an den Quellen. Weißt du, wie man am Hof über dich redet? Wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt? Missratenes Prinzesschen heißt du da. Oder Prinzessin machtlos. Ich will, dass du ihnen das Gegenteil beweist. Ist das klar? Jawohl, Euer Majestät. Ich stelle mir das immer schwierig vor, wenn du eine Macht erlernen sollst, du keinen Lehrmeister hast, du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Das ist halt... Du hast alle 12 Orte gefunden, an denen die Fotos aufgenommen wurden. Tagebuch geöffnet. Witziger Zufall, das sind die gleichen Spitznamen, die ich auch dir immer gebe. Ja, ist ja gut. Ich muss tatsächlich aber sagen, ich verstehe Zelda ein bisschen. Ihre Mutter ist tot, die ihre Lehrmeisterin auch war. Das heißt, sie steht halt da und muss am Ende alles selbstständig lernen. Und denkst dir, wo fange ich denn an? Das ist halt echt nicht so einfach. Also, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Vor allem, mir sagt er, es fällt dir nicht im Schlaf zu. Ja, aber herzlichen Glückwunsch. Was sollst du denn machen? Du kannst nicht mehr zu schreien, sonst was und dran arbeiten, es zu versuchen. Und dann so, ja, keine Ahnung, weiß ich halt auch nicht, ne? Das ist so ein bisschen immer leichter gesagt als getan. Mach doch einfach. Lern's doch einfach. Setz es doch einfach um. Nächstes so, ja, danke fürs Gespräch. Help anyone? Maybe. Naja. Wirble metallene Gegenstände rum oder lass sie auf Monster fallen, um ordentlich Schaden anzurichten. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Habe ich, glaube ich, nie gemacht, tatsächlich. Dum, da, da, dum. Oh Gott, die Frame Drops hier gerade. Da will ich gar nicht hin. Voll der Rowdy. So. Hola. Ich kann es fühlen. Sie sind alle da. Daruk, Obosa, Revali, Mipha.
Vor 100 Jahren kämpfte auch ich an ihrer Seite, doch ich konnte nichts tun, um sie zu beschützen. Sie starben, ohne ihr Schicksal zu erfüllen. Stets plagte mich die Vorstellung, ihre unglücklichen Seelen würden keinen Frieden finden. Aber jetzt spüre ich sie, kraftvoll wie eh und je. Sie hatten nie die Hoffnung aufgegeben. Gewiss waren alle überglücklich, dich wiederzusehen. Wir haben alle nur ein Ziel. Nun, da Ganons Macht geschwächt ist, bietet sich die Gelegenheit. Die Zeit ist gekommen, der Prinzessin zur Seite zu stehen. Ganon lauert in Schloss Hyrule. Auch jetzt, da wir den Schutz Titanov von zur Seite wissen, ist Ganon von einer mächtigen Kraft geschützt. Du sollst mit Bedacht voranschreiten. Hm? Was ist das? Wie? Du hast endlich alle 12 Orte gefunden. Dann ist die Zeit willkommen. Ich sage dir, wo du die letzte Erinnerung wecken kannst. Nein, es gibt noch eine Erinnerung. Markiere mir den Ort. Es ist nämlich so. Zelda bat mich, dir das hier als letztes zu zeigen. Dies ist das letzte Bild. Und, kennst du die Stelle? Von hier soll dieser Ort nicht mehr als eine halbe Tagesreise entfernt sein. Das ist doch der Dingens, oder? Bei dem komischen, wo es Richtung Hateno geht, oder? Wenn ich im Leben nur noch einen Wunsch aussprechen könnte, wäre es dieser. Erinnere dich an Zelda und führe ihren Kampf fort. Die vier Titanen. Geschafft. Blöde Frage, hing das Bild hier eigentlich immer noch da? Okay, Album. So, Moment. Ja, danke. Das müsste der Eingang zur Hateno-Festung sein, oder? Also das müsste bei Hateno hier unten sein. Beziehungsweise nicht bei Hateno, sondern es müsste hier in dem Gebiet hier irgendwo sein. Correcto? Schau mal. Ich lass mich überraschen. Wie lange du im Stück galoppieren kannst, hängt vom Pferd ab. Suche nach einem lauffreudigen Wildpferd und reite es zu. Ich brauche kein Wildpferd. So, das müsste hier irgendwo sein. So, es müsste irgendwo hier jetzt sein. Haben wir sie. Ach, das war die große Schlacht, vermute ich, ne? Ah, das sind sie schon infiziert von Ganon.
Oh! Da hat sie ihre Kraft endlich entfesselt. War ich das? Was? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du darfst nicht sterben! Oh. Bitte, du darfst nicht sterben! Lincoln gerettet werden? Prinzessin! Prinzessin, seid ihr wohl auf? Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Bringt diesen Mann so schnell wie möglich zum Schrein des Lebens. Beeilt euch, bevor sein Lebenslicht für alle Zeiten erlischt. Okay, Zelda hat uns gerettet, damit ihre Kraft dann freigesetzt. Sehr cool. Link. Link. Die Zeit, die wir vor 100 Jahren miteinander verbrachten. Du hast nun alle Erinnerungen an jene Tage zurückerlangt. Ich warte auf dich. Hier in Schloss Hyrule warte ich auf den Tag, an dem du die Verheerung Ganon aus unserer Welt verbannen wirst. Erinnerungsfotos geschafft. Okay. Dann gehen wir kurz nach Kakariko zurück. Sehr cool. An dem Ort haben wir praktisch vor 100 Jahren unser Ende gefunden. Zumindest temporär. Bis uns der Schrein regeneriert hat. So, hat Impa noch was zu sagen? Link, geht ihr schon? Das böse Kommandant der Nacht, seid achtsam auf euren Wegen. Die ist nicht mehr ganz so schüchtern. Du hast nun alles gesehen, oder? Vor 100 Jahren standest du an der Seite der Prinzessin. Ihrem Kampf gegen sich selbst und ihr Schicksal warst du ihr Stütze und Ermutigung zugleich. Darum vertraute sie und nahm ganz allein den verzweifelten Kampf mit Ganon auf. Link, die Prinzessin befindet sich seit 100 Jahren im Kampf mit dieser Bestie, ganz auf sich allein gestellt. Du musst es schaffen. Bitte, rette sie. Ganons Macht wurde geschwächt, aber wir wissen nicht, wie lange die Prinzessin noch gegen anzukommen vermag. Die Prinzessin... So, wo soll ich hin? Ja, Schloss Hyrule. Macht Sinn. Garn und Laut in Schloss Hyrule. Du müsstest jetzt stark genug sein, um dich zu ihm stellen. Bitte rette sie. Okay, mache ich. Auch jetzt, da wir in Schutz der Titanen von Seite wissen, ist Garn und von einer mächtigen Kraft geschützt. Du sollst mit Bedacht voranschreiten. Immer doch. Diese überhaupt unser Stamm der Generation. Nicht einmal du darfst es so einfach berühren. Das Witzige ist, ich frage mich, wie ich das hier lösen soll. Weil ich weiß, wo das hingehört, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Na egal. So, wir haben alle Erinnerungen, wir haben alles gemacht. So, das heißt, ich muss mal ganz kurz gucken. Quests, Hauptziele...
Besiege Ganon. Das ist die letzte Hauptquest, die wir noch haben. Da war das hier. Antikes Pferd, Leibwache, Waffner, bla, bla, bla. Ach, das sind die Erinnerungen hier alle. Können wir die ganzen Erinnerungen nochmal anschauen. Das Masterschwert. Okay. So, dann würde ich sagen, mein lieber Ganon, Zeit, dich von Hyrule zu vertreiben. Oder er vertreibt mich. Je nachdem. Beide Optionen sind offen. So, Tiefenwald soll Geist und das leuchtende Hasen geben. Ihm falsch treffen soll angeblich Glück bringen. Ja, weil der Rubine fallen lässt.